Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir wollen uns heute in aller Kürze mal die neue Debian 12 Version ansehen. Debian, die Mutter aller Linux-Betriebssysteme. Naja, das ist so nicht ganz richtig, aber auf jeden Fall eine sehr alte Distribution, auf der zum Beispiel komplett Ubuntu basiert. Und Debian ist bekannt dafür, nicht unbedingt die neuesten Software-Versionen mitzuliefern. Dafür ist das Ganze ausführlich getestet und funktioniert in sich gut. Ich habe mich hier für die KDE Edition entschieden und wir befinden uns hier im Hauptmenü. Ich habe Debian schon unzählige Male vorgestellt, installiert und besprochen und wir überfliegen einfach nur mal die mitgelieferte Software hier in der Live-Distribution. Und hier unten sehen wir die System-Settings in der Taskleiste. Die sehen dann so aus, die KDE-Einstellungen bzw. Debian-Einstellungen. Dann gibt es hier den Software-Shop. Der funktioniert jetzt leider nicht so richtig, weil ich keine Internetverbindung habe im Moment. Hier können wir auf zahlreiche Software-Programme zugreifen. Hier oben haben wir die bestbewerteten Spiele, bestbewertete Entwicklungstools und so weiter und so fort. Das Ganze kann man sich dann auch wieder in einzelne Kategorien unterteilt anzeigen lassen. Hier sieht man, dass GIMP zum Beispiel schon vorinstalliert ist. Deswegen haben wir hier nicht die Möglichkeit, das zu installieren, sondern nur zu entfernen. Das ist der Software-Shop, den ihr im Übrigen gar nicht braucht, weil ihr könnt ja Aptitude auf der Konsole verwenden. Aber das brauche ich euch natürlich nicht zu sagen. Gut, dass wir trotzdem mal reingeschaut haben. Der Software-Shop, die Einstellungen, dann wird er als nächstes Dolphin verlinkt, der Dateimanager, Standard unter KDE und dann zu guter Letzt noch der Firefox, den man endlich wieder Firefox nennen darf. Das ist, glaube ich, schon länger so. Früher hieß der mal Ice Weasel, wenn mich nicht alles täuscht, weil es da irgendwie Lizenzstreitigkeiten mit Mozilla gab. Das ist die hier mitgelieferte Firefox-Version und zwar als Langzeitversion 102.11 in 64-Bit Firefox-Browser. Damit haben wir die Taskleiste links abgearbeitet. Hier könnten wir die Sprache noch verändern. Ich lasse die aber mal so. Discover closed unexpectedly. Ja, hier kann man helfen, KDE-Software zu verbessern, indem man abgestürzte Programme an die Entwicklungsgemeinde liefert. Also nicht die Programme, sondern die Absturzberichte dazu. Dann haben wir hier Uhrzeit, Kalender und zu guter Letzt können wir uns hier noch einen Desktop raussuchen. Also womöglich den Desktop wechseln. Ganz links haben wir das Startmenü mit den Favoriten, die ja unten schon in der Taskleiste abgelegt sind. Dann sind hier alle Applications von A bis Z und wir schauen uns die aber in den jeweiligen Kategorien kurz an. Im Bereich Entwicklung ist hier nur ein Texteditor abgelegt, nämlich Kate, Standard unter KDE. In Sachen Bildung ist hier ein Wörterbuch abgelegt. Dann haben wir den Bereich Graphics. Hier ist GIMP vorinstalliert. Das ist bei der GNOME-Variante von Debian zum Beispiel nicht der Fall, habe ich festgestellt. Das ist sehr schade. Ich kann ohne GIMP gar nicht leben. Kann man sich natürlich alles nachinstallieren, aber ist schon interessant, wie sehr sich auch die Desktops einfach voneinander unterscheiden. Dann haben wir den Bereich Internet. Hier finden wir einen Newsfeed-Aggregator, einen Feedreader, den Firefox KDE Connect, um mit verschiedenen Social Networks zu interagieren. Da können wir uns bei Twitter einloggen und vieles mehr. Facebook, KDE Connect, SMS, Kmail als Mail-Client, Conqueror als Webbrowser. Vielleicht kennt den noch jemand. Weiß gar nicht, ob der noch so populär ist, wie er mal war. Im Bereich Multimedia finden wir den Dragon Video Player und den Duke Music Player. Im Bereich Office gibt es das übliche LibreOffice-Programm und außerdem einen Organizer, den K-Organizer, den K-Mail-Klienten, Dokumentenbetrachter, Okular, Science und Math, also nicht Math, sondern Math. Die Settings. Hier kommen wir unter anderem zu den System-Settings, können aber noch verschiedene andere Dinge einstellen. Dann haben wir hier den Bereich System. Hier kommen wir ins Software-Center, zum Dolphin, zum Info-Center. Wir können Debian mithilfe des Calamares-Installationsprogramms hier auf dem Rechner installieren, wenn wir das möchten. Dementsprechend braucht es auch einen
Partitionsmanager natürlich, eine Konsole. Hier haben wir eine Passwortverwaltung, wenn mich nicht alles täuscht, den KDE Menü Editor, einen Systemmonitor und anderes Zeug wie eine vereinfachte Konsole und mehr. Im Bereich Utilities finden wir ein Packprogramm, die Debian Referenz, das müsste sowas wie die Hilfefunktion sein, einen Emoji Selector, Kate ist hier nochmal abgelegt, ein Taschenrechner, Keyboard Layout, ein Suchprogramm, Maustool, so kleine Helferlein eben und damit sind wir die ganzen vorinstallierten Programme eigentlich schon durchgegangen. Das ist Debian 12. Vielen Dank für euer Interesse. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder. Macht's gut und tschüss.